das untere Odertal, eine einzigartige Naturregion. Im Sommer 2022 das große Fischsterben. Was ist passiert und was macht den Naturraum weiterhin so einzigartig? Menschen vor Ort erzählen. Es ist ein kleiner, feiner Campingplatz inmitten einer Stadt, aber doch in der Natur. Wir haben viele Radfahrer, weil wir ja direkt am Oder-Neiße-Radweg sind hier. Wir haben auch, wenn nachher Bootssaison ist, sehr viele Sportboote. Wir haben eine kleine Marina. Da wir ja so am Verbindungsweg Berlin, Oderhaf, Ostsee liegen, kommt hier also eine ganze Menge an Sportbooten vorbei und Nationalparkbesucher. Die Verbindung mit der Schiffbau unten ist natürlich auch super. Also wenn man eine ordentliche Gastronomie an so einem Campingplatz mit anbieten kann, ist das immer von Vorteil. Dieses Jahr hatten wir große Fischsterben in der Oder. War jetzt nicht ganz so gut für uns, da die Schiffbar eigentlich darauf ausgelegt ist, grundsätzlich mehr Fisch zu verkaufen als Fleisch. Umsatzeinbußen hatten wir bestimmt 30%. Also es war schon kurz davor, darüber nachzudenken, für einen gewissen Zeitraum das zu schließen und im nächsten Jahr neu anzufangen. Wir fahren jetzt gleich in das polnische Schutzgebiet hinein. Das ist ein Naturraum, den kann man lange suchen in Europa. Also ich war mehrere Tage lang sehr bedrückt und sehr traurig, weil es ja ein Fluss ist, auf dem ich jeden Tag unterwegs bin. Der ist ja nicht nur mein Arbeitsgebiet, sondern der ist für mich auch so eine Lebensader für die ganze Region. Im August habe ich so viele Stornierungen geschrieben, wie ich mir nie hätte träumen lassen. Also es ist definitiv eine Umsatzeinbuße gewesen in diesem Jahr und die ist existenziell. Vielleicht hat diese Geschichte jetzt auch die zuständigen Behörden und Stellen dahingehend alarmiert, dass sie da vielleicht doch ein bisschen besser aufpassen, dass sowas vielleicht nicht nochmal passieren kann. Das Besondere an diesem Naturraum ist für mich immer wieder die Ruhe, die man hier hat. Also wir sitzen jetzt hier und der Wind rauscht durchs Schilf. Das hat schon was.